Liebe von, hier ist euer Steinball. Wir sind hier zurück bei Waylon und seinen Gefährtinnen. Und wir sind in, wie heißt nochmal die Gegend? Ich gucke nochmal kurz, in Alt-Ahorn. Wir verfolgen Tartuccio, der hier sich unter die Kobolde gemischt hat. So tut offenbar mit Illusionszauber, als wäre er irgendwie ein Häuptling, irgendein Besonderer. Und er ist auf der Suche nach irgendeinem Artefakt, nach irgendwas Mächtigen. Das ist vielleicht für uns eher noch sekundär interessant. Wir wollen vor allem ihn stellen, ihn uns rächen in gewisser Weise, denn er hat doch ganz Übles getrieben mit uns, hat uns beschuldigt und der hat Böses im Schilde. Sei es nur uns irgendwie ins Unglück zu bringen und das können wir uns nicht gefallen lassen. Ja, bevor wir weitergehen, aber wir können Lindsay auf ein neues Level heben, das wollen wir machen. Sie soll natürlich Bardin bleiben und wir können uns ihr Fertigkeitspunkte geben. Und hier bleibe ich erstmal bei der Strategie, dass ich erstmal die ganzen Boni ausnutze, die sie sonst sowieso hätte. Deswegen geben wir ihr mal in dem Bereich eine Heimlichkeit. Ist sie sehr gut. Beweglichkeit. Ah, Athletik. Könnten wir noch was geben? Was ist wichtiger? Lassen wir es mal hier bei der Heimlichkeit. Wo hatten wir ihr noch was gegeben eben? Wissen, Religion ist vielleicht nicht so entscheidend. Da ist Jeffel auch sehr, sehr gut. Dann machen wir das mal so. Okay, alles klar. Gut, weiter. Dann kriegt sie ein Bardentalent. Und hier bin ich ein bisschen unentschieden, ob ich einen Waffenfokus wähle. Das heißt, sie hat ja im Moment ihre leichte Armbrust. Soll sie die ganze Zeit die leichte Armbrust tragen, bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Deswegen wähle ich, glaube ich, hier Fertigkeitsfokus. Und habe mal geschaut in unserer Truppe. Wir haben in ein paar Bereichen, sind wir noch nicht so gut dabei. Unter anderem Wissen Welt. Da, ja, da sieht es ein bisschen mau aus eigentlich. Und vielleicht bringen wir Lindsay da mal voran. Passt ja irgendwie auch zu ihr. Wenn wir da mal einen Fertigkeitsfokus wählen. Ansonsten die anderen Sachen gefallen mir ehrlich gesagt nicht so richtig. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Mit dem Waffenfokus, das gucken wir nochmal im nächsten Level, wie sich das mit ihrer Waffe weiterentwickelt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob einfach die schwere Armbrust einfach immer besser ist als die leichte oder ob die wirklich nicht auch Vorteile hat. So, beim Zauber, da werden wir Furchtbannen wählen. Das hatten wir schon mal in dieser Eingangsszene im Thronsaal erlebt, dass das ganz praktisch sein könnte, wenn wir das haben. Das geben wir ihr mal. Das wirkt auch auf großer Fläche, 10 Minuten lang, alles gut. Okay, damit haben wir das erledigt. Schauen wir uns Lindsay nochmal an. Sortieren wir das nochmal kurz ein bisschen neu. Warte mal, ich will mal das hier rüberziehen. Wir machen das so. Okay. Ja, so dürfte das passen. Ansonsten möchte ich noch auf eine andere Sache eingehen. Ein Vorschlag, den ich gut finde. Und zwar, wir haben ja dieses besondere Schwert gefunden. Langschwert plus 1. Und Valerie, die hat ein Bastardschwert. Meisterarbeit. Und ich denke, 2 bis 9 Schaden ist besser als 1 bis 10 Schaden meines Erachtens. Außerdem ist dieses plus 1er Schwert ja magisch. Und das heißt, es kann bei Gegnern, die so eine Rüstungs... Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fachbegriff ist. Rüstungsimmunität oder sowas haben. Dann kann dieses... Wo also normale Waffen nicht wirken. Dieses plus 1 Schwert, was magisch ist, wirkt da dennoch. Insofern ist das von hohem Wert. Ihr seht es ja auch. 600 Gold kostet es. Deswegen werden wir das hier nehmen. Und das Zweite ist, wo ich eine Anregung aufnehmen werde, ist, dass wir für Amiri noch ein zweites Waffenset ausmachen. Nämlich mit dem Schild. Falls sie dann doch mal sich irgendwie verteidigen will, können wir dann wechseln. Und dann hat sie auch eine defensive Methode. Immerhin da auch mit Angriff plus 6 ist es auch nicht so schlecht. Okay. Gut, soweit dann erstmal zu diesen Dingen. Dann machen wir mal schnell speichern. Und jetzt werden wir mal hier die Gegend ordentlich erkunden. Es ist inzwischen abends, 8:30. Ja, man sieht es auch. Die Farben werden etwas schummriger. So, bisher ist nichts zu sehen. Hier zweigt der Weg auf. Und was haben wir hier? Okay, hier stehen ja wie zwei Gruppen sich gegenüber. Das sind Kobold und das sind... Was ist das denn bitte? Aber erstmal spricht Häuptling Rußschuppe. Feige Verräter! Söhne einer Pike, gebt das Relikt zurück! Okay, sie streiten sich schon mal über irgendein Relikt.
Koboldschreier. Feigling, geh, Elikt! Truchseß Waggik. Dummer, dummer Kobold, such Relikt in deinem Kerker, such unter Bett und Tisch. Haha, dummer Kobold haben kein Bett und Tisch, such zwischen deinen Eiern. Du verlieren Relikt, geben Winzlingen Schuld, beschuldigst Königin. Häuptling Grußschuppe. Lügen, Häuptling Grußschuppe ist nicht dumm. Der Anführer der Kobolde schwingt angesichts dieser Beleidigung seine Waffe. Koboldschreier. Lügen, Häuptling Schuppe. Der Koboldschreier kopiert eifrig die Worte und Gesten des Häuptlings und schwingt drohend seine Waffe. Offenbar stehen beide Gruppen kurz vor einem Kampf. Lindsay? So kriegerisch, wie eine Miniaturausgabe der kaiserlichen Chroniken von Taldan. Ja, genau, Lindsay. Genau so sieht das hier aus. Also, ich glaube, Waylon würde, glaube ich, an dieser Stelle jetzt gar nicht eingreifen, sondern sie einfach kämpfen lassen. Ich meinte, ein paar dumme Kobolde und was auch immer das andere ist, weniger. Aber offenbar sollen wir hier eingreifen, deswegen werde ich mal rufen. Halt, was ist hier los? Truchseß Waggik. Der kleine Winzling springt zurück. Fremder, Fremder, du sehen ja, dummer Kobold attackieren Winzling, beleidigt uns und wunderprächtige Königin. Häuptling Grußschuppe. Lügen, Winzlinge sind Diebe, stehlen Relikt von Kobold, wir uns rächen, hilf uns, Fremder. Okay, wir werden hier angerufen, um zu vermitteln. Das ist doch unsere Stärke, würde ich mal sagen. Wollen wir erstmal hören, was die Kobolde zu erzählen haben. Ich, Häuptling, ich name Rußschuppe. Kobolde und Winzlinge lange leben hier in Frieden, aber jetzt, Winzlinge Diebe, stehlen unser Relikt. Mhm. Beutling, Schwuppe, Elikt, wiederholt der Schreier begeistert. Was ist das für ein Relikt? Relikt, Schlüssel, Kobold, nehmen Relikt, betreten heilige Halle. Ah, okay, das ist interessant. Das heißt, das Relikt ist eigentlich nur begrenzt ein Relikt. Es geht eigentlich um was ganz anderes, nämlich um die heilige Halle. Mhm. Woher wisst ihr, dass die Winzlinge das Relikt gestohlen haben? Winzlinge listig, aber Häuptling Grußschuppe noch listiger. Ich rufe, neuer Schamane kommen. Schamane Tatuk wissen, wer Relikt gestohlen. Tatuk gut. Ah, gut, daher weht der Wind. Natürlich, Tatucho hat seine Finger im Spiel. Und wird die jetzt gegeneinander aufhetzen, vermute ich. Tatuk, Ut, Ut. Jaffel rollt mit den Augen. Und wieder einmal müsst ihr richten und Trivia gegeneinander abwägen, Dekade um Dekade. Ja, Jaffel. Ah, ich mag sie. Wo ist Schamane Tatuk jetzt? Schamane war Kerker, hat nicht betreten, heilige Halle. Winzlinge lassen unseren Eingang einstürzen. Kobold wütend auf Winzling. Mhm, okay, er ist also noch nicht in die heilige Halle vorgedrungen. Aber haben sie jetzt den Eingang der heiligen Halle einstürzen lassen oder den Eingang, keine Ahnung, der Koboldhöhle oder was auch immer? Wir könnten jetzt Tatuk. Naja, wir fragen erstmal hier, habt ihr die Winzlinge tatsächlich angegriffen? Rache, Winzlinge feige, Kobold kommen. Winzlinge fliehen. Wir kommen, nehmen Relikt, gehen wieder. Wenn sie geben zurück unser Relikt, wir geben zurück ihres. Hä? Okay, es scheint also mehr Relikte zu geben. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, Tatuk hier zu enttarnen. Ich meinte, die scheinen ihm ja echt zu vertrauen. Er ist ihr Schaman und so. Wir sagen erstmal, jetzt ist mir alles klar. Helfen, Kobold. Kobold stark und wild. Okay, aber wir wollen erstmal die Winzlinge hören. Winzlinge, ich möchte euch einige Fragen stellen. Ein kleiner Winzling verneigt sich ulkig. Ich, Truchseß Waggik, hier unsere wunderbare Kriegerkönigin Bedar. Er zeigt auf seine große, in ein Wolfsfell gehüllte Begleiterin. Oh, schaut mal, ich sollte immer näher rangehen. Aber leider kann ich dann nicht den Bildschirm bewegen. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne noch hier... Na gut, aber wir sehen trotzdem so besser. Also,
Königin siegen in schrecklicher Schlacht mit Wolf, vernichten 100 Feinde, gewinnen 100 Herzen. Königin Bda, erlauben du mit ihr reden, du setzen, wir verstehen, sagt er wohlwollend. Beine zittern, wenn sehen solche Schönheit. Das ist die Königin mit ihrem Wolfsfell. Das ist, aber was sind das? Sind das Gnome? Oder was ist ein Winzling eigentlich? Naja, gut. Wozu braucht ihr das Relikt? Oh, die Königin spricht mit uns. Zwei Relikte. Sie Schlüssel für heilige Halle, dort unter Alt-Ahorn. Ein Schlüssel für Kobold, ein Schlüssel für Winzlinge. Jeder kann gehen in Halle. Alles gut. Okay, also, warte mal, braucht man jetzt beide Schlüssel, um sie zu betreten? Oder reicht ein Schlüssel? Meine Königin, warum habt ihr die Kobolde bekämpft? Die Königin der Winzlinge schüttelt traurig den Kopf. Wir lange hier leben, Kobolde und Winzlinge, wir leben in Frieden, Freunde, Handel. Gemeinsam jagen, gutes Zotteltier, weiden aus, köstlich. Vor langer Zeit Häuptling Kobold und unser alter König schließen gute Allianz. Zwei Äste von Alt-Ahorn wir nehmen, Amulett geben uns gegenseitig. Das Relikt? Kobolde haben eines, Winzlinge haben eines. Nicht lang, Kobold kommen und sagen, wir Diebe nehmen unser Relikt. Dummer Kobold. Warum denken die Kobolde, die Winzlinge hätten das Relikt gestohlen? Kobold-Häuptling dumm, hässlich, alt. Okay, das ist ein Argument. Bei diesen Worten kichern der Truchseß und die anderen Winzlinge. Er verlieren Rest von Verstand, hören auf neuen Schaman Tatuk. Schamane nicht so hässlich. Bda schmatzt zur Bestätigung mit ihren Lippen. Aber zornig, listig, sagen Winzlinge böse. Ich ihn fangen und machen Krone aus seinen Schuppen. Hübsche Krone, violett. Boah, da hätten wir eigentlich auch nichts dagegen. Ich glaube, Bda ist ein bisschen scharf auf Tatuccio. Zumindest sagt sie, dass er nicht so hässlich ist. Wisst ihr, wo dieser violetthäutige Schamane jetzt ist? Er schleichen durch Kerker bei unserem Heim. Wie ihn einmal gesehen, aber nicht gefangen wollen, finden Schamane, suchen unter Boden. Okay. Keine weiteren Fragen. Also, wenn man das hier zusammenfasst, es gibt zwei Schlüssel offenbar. Mir ist noch nicht ganz klar, ob man beide braucht, um da reinzukommen, aber Tatuccio scheint zumindest bei den Kobolden nicht reingekommen zu sein. Vielleicht hat er den Schlüssel geklaut und dann den Kobolden erzählt, dass es die Winzlinge waren. Und jetzt ist er bei den Winzlingen und versucht, da reinzukommen. Keine Ahnung. Okay, aber wir wissen, dass er dahinter steckt. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Wie reagieren wir jetzt? Okay, ich glaube, ich werde mal diese Geschichte hier wählen. Dieser Streit ist eure Sache. Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn ihr mir aber erlaubt, eure Reiche zu besuchen, werde ich mich bemühen, die Wahrheit zu finden. Das ist doch eine gute Idee. Okay. Die Königin der Winzlinge kratzt sich mit der Spitze ihres Schwertes an der Nase. Wir akzeptieren. Fremde gehen in Frieden. Aber wir Wahrheit schon kennen. Kobold muss bezahlen für Dummheit. Gut. Häuptling Großschuppe, Fremder gehen, finden Dieb, wir hauen Winzlinge, hauen, hauen. Ich holen Schamane Tatuk von unter Boden und hauen sie. Okay. Ei. Eieiei. Jetzt kloppen die sich wirklich. Ja, ich würde mal sagen, da mischen wir uns nicht ein. Okay, warte mal, da gibt es was Neues im Journal. Aber Tatuccio. Okay, nee, da gibt es eigentlich nicht wirklich was Neues. Alles klar. So, ich werde mal immer viel speichern hier. So, was machen wir? Ich würde mal sagen, wir gehen da jetzt nicht in diese Schlacht rein, sondern dann erkunden wir mal diesen Pfad hier weiter. Tatuccio wird sich nicht ewig vor uns verstecken können. Warte mal. Oh, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Zwei Riesenfrösche.
Warte mal, ich stopp mal die Bewegung ab. Zwei Riesenfrösche und hier sehen wir noch eine Kiste. Vermutlich, ich nenne es mal so, sie bewachen die. Ich denke mal, wenn wir die Kiste haben wollen, müssen wir mit den Fröschen kämpfen. Vielleicht geht es hier an dem Weg sowieso weiter. Okay, dann lasst uns vielleicht mal hier einen Kampf initiieren. So, Valerie ist defensiv, geht ein bisschen nach vorne. Ich werde mal nicht am Anfang mit Ansturm beginnen, weil ich eigentlich die Lücke zum Gegner nicht so schnell schließen möchte, damit unsere Fernkämpfer noch länger die Möglichkeit haben, ohne Malus ihren Angriff zu setzen. Versuchen wir das mal. So, und ihr Fell wird einmal göttliche Führung für Amiri machen, die nämlich jetzt noch nicht vorgehen wird. Okay. So, jetzt geht der Kampf los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Schüsse irgendwie sitzen werden. Okay, das hat geklappt. Noch niemand schießt so richtig. Amiri geht jetzt mal hier hin, wird von dort einen Ansturm machen, würde ich sagen. Und die V wird, denke ich, auch nochmal versuchen, einen Schuss abzugeben. Jo. Unworthy. Okay, Lindsay hat immerhin Schaden gemacht. Aber kein Überraschungstreffer. Wir sind offenbar mit Valerie zu früh nach vorne gegangen. Das war insofern nicht ganz so gut. So, Amiri, dann versuch doch mal von hier einen Ansturm. Vielleicht gelingt dir das ja. 7 Sekunden dauert das. Eieiei. Ja, und jetzt ist er schon im Nahkampf. Vielleicht könnt ihr den Hinteren noch treffen, bevor der in den Nahkampf geht. Waylon zielt allerdings schon. Das will ich jetzt mal nicht unterbrechen. Nee, das klappt nicht. Ja, dann ist es Mist. Und der Ansturm, na, ich weiß nicht, ob der landet. Ja, kommt. Dann zieht doch mal wieder auf den anderen. Ich weiß nicht, ob er dann die Bewegung neu beginnt, bin ich mir nicht ganz sicher. So, Valerie steht noch. Die treffen Gott sei Dank nicht. Fehlschlag. Sturmangriff. Der hat gesessen, sehr schön. Der eine ist erledigt. Allerdings hat Valerie was abbekommen. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Ein bisschen Schaden hat sie bekommen. Okay, dann der Rest auf den Frosch. So, können wir noch irgendwas anderes Sinnvolles machen? Oder vielleicht gehst du mal mit deiner Sense auch nach vorne. Jawohl, sehr gut. Sehr gut gemacht, Amiri. Okay, das ist, würde ich sagen, nicht so schlecht gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt freie Bahn zu dieser hübschen Kiste. Was finden wir? Bisschen Gold, bisschen Silber, bisschen Achat. Alles klar. Speichern. Und weiterschauen. Wir sind hier irgendwie am südlichen Kartenrand. Und hier geht es offenbar doch nicht weiter. Aber wir finden hier noch was sehr, sehr cool. Am Ufer dieses... Ja, Fluss ist es. Ja, es fließt ja, ne? Ja, schön Trank Magierrüstung, grüner Quarz, Weihrauch, Hämatit und noch ein Trank. Okay. So, kann man hier rübergehen? Man kann hier rübergehen. Sehr schön. Ach nee, da kann man nicht rübergehen. Aber die Insel können wir hier noch ein bisschen untersuchen oder was auch immer das ist. Aha. Was haben wir hier? Goldwachposten und Winzlinge. Ich dachte, die bekriegen sich. Wir gucken uns das erstmal an. Goldmünzen, nochmal ein Trank, Magierrüstung. Was machen die hier? Unterhalten die sich hier nett? Okay. Da sind noch ein paar Säckchen. Aber ich würde mal sagen, die lassen wir in Ruhe, ne? Solange die uns nicht angreifen... Lassen wir auch die Säckchen da in Ruhe, alles klar. Und wen haben wir hier liegen? Interessant, hier mal richtig die erste größere Gegend, die wir finden. Da ist noch ein Sack. Und diese Leiche. Wo schon Fliegen herumfliegen. Schauen wir mal. Ah, Tatzelwürmer. Möglicherweise ist er diesen zum Opfer gefallen. Was haben wir denn hier? Eine Lederrüstung, Goldmünzen,
geborstener Waldläuferpfeil aus Resthoff. Dieser Gegenstand gehörte einst einem Brevaner. Er könnte für einen Antiquitätenexperten von Interesse sein. Okay, das ist interessant. Das heißt, diese ganzen Gegenstände sollte man nicht den normalen Händlern verkaufen. Angekohltes Fragment. Hey, da haben wir doch schon was davon. Sehr cool. Das zweite Ding. Leichte Armbrustknüppel brauchen wir eigentlich nicht. Warte mal, wir nehmen jetzt nur das mit, was uns gefällt. Und hier haben wir noch einen zerknüllten Brief. Das ist interessant. Das lasse ich jetzt mal liegen. Das nehmen wir mit. Das. Und den Brief lesen wir uns natürlich noch durch. Mein lieber Kenneth Plamer. Angesichts deines Vorhabens, zu einer neuen archäologischen Mission aufzubrechen, habe ich einige Stunden in meiner Bibliothek verbracht und einen Ort bestimmt, der deiner Forschung würdig wäre. Im Nordosten der Flusskönigreiche gibt es eine Region, die gestohlene Lande genannt wird. An Orten wie diesen sind so manche Schätze verborgen. Zweifellos könnte ein aufmerksamer Forscher dort alte Münzen, bedeutende kulturelle Zeugnisse und wiederherstellbare Bruchstücke von Artefakten finden. Na, ja, wunderbar. Natürlich wirst du einen Spezialisten brauchen, der die Qualität deiner Funde während deiner Reisen beurteilt. Ich bin sicher, du wirst nach deiner Ankunft in den gestohlenen Landen mühelos einen solchen Spezialisten finden. Versuche dein Glück am besten in größeren Städten oder Ansiedlungen. Du willst schließlich nicht mit Gegenständen von geringem Wert oder Interesse zurückkehren. Ehe du aufbrichst, muss ich dich allerdings warnen, dass die Raublande ungezähmt sind und gefährlich sein können. Neben Banditen und Monstern musst du dich vor unpassierbaren Sümpfen und gefährlichen Ebenen in Acht nehmen. Solltest du beschließen, in die Raublande zu reisen, bitte ich dich inständig, dir einen professionellen Führer zu suchen und besser noch Wachen. Es wäre klug, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nach deiner Rückkehr als Zeichen unserer Freundschaft einige amüsante Kuriositäten für mich im Gepäck hättest. Tja, die hatte er. Allerdings auf den anderen Rat ist er offenbar nicht eingegangen und das, ja, das hat er nun davon. Gut, den Brief lassen wir dort, den müssen wir nicht mitnehmen. Wir wollen ein bisschen Ordnung halten. Ja, es sieht so aus, als müssten wir uns jetzt hier an anderen Monstern noch vorbeikämpfen. Hier unten, das gucken wir uns auch nochmal an. Ach schön, einiges gibt es zu erkunden. Herrlich, ich freue mich drauf. Also, weiter in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.